Liebe Gemeinde, liebe Öffentlichkeit, liebe YouTuberinnen und YouTuber, schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben heute am Gründonnerstag. Es ist schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Der Gründonnerstag im Kirchenjahr ist der Tag der Einsetzung der Eucharistie. Und wie froh wäre ich, wenn wir in diesem Jahr am Gründonnerstag miteinander die Eucharistie feiern könnten, von Angesicht zu Angesicht, miteinander. Miteinander, das geht, aber nicht von Angesicht zu Angesicht. Mein priesterliches Selbstverständnis berührt das zutiefst. Aber wie gesagt, vor dem Hintergrund der Verantwortung, die wir als Kirche haben, ist die Entscheidung richtig und geboten. Einsetzung der Eucharistie. Hier, wo ich stehe, hinter mir, ist im Hochaltar der Kirche St. Margareta in Neunkirchen-Seelscheid die Eucharistie zu sehen. Der Künstler hat diese Szene dargestellt mit dem Herrn in der Mitte und mit den Aposteln zur Linken und zur Rechten. Sie brechen das Brot miteinander, suchen und feiern Gemeinschaft im Glauben. Alle sind dem Herrn zugewandt, wenn ich sage, ganz stimmt's nicht. Denn dort, ganz rechts von ihnen, da sitzt Judas Iskariot. Er ist schon mit den Füßen halb aus dem Raum, mit dem Geld, was er in der Seitentasche trägt, den Herrn zu verraten nach dem Abendmahl. Gründonnerstag kommt vom altdeutschen Wort greinen, weinen, nicht von der Farbe grün. Und als der Herr verraten wurde, hatten die Jünger allen Grund zu weinen und zu trauern. Judas Iskariot ist damit ein wenig zum Archetypen des Sünders schlechthin geworden. Aber auch für den ist Gott Mensch geworden. Denn die Kranken brauchen den Arzt, die Sünder nicht, die Gerechten. Oh ja, Gott sei Dank sind wir keine Kirche der Gerechten, sondern eine Kirche der Sünder. Wenn wir es nicht wären, dann würden Sie mich hier auch nicht sehen. Für jeden von uns ist Gott Mensch geworden. Wie geht Gott eigentlich mit den Sündern um? Biblisch. Da fällt mir ein, der verlorene Sohn, der barmherzige Vater, der Vater rennt dem Sohn entgegen. Er nimmt ihn in den Arm. Und es fällt mir ein, eine Fabel, die uns geschenkt wurde im Jahr 1851 von Arthur Schopenhauer, einem Philosoph, dessen Namen Sie mit Sicherheit kennen. Es ist die Fabel, die er uns in diesem Jahr hinterließ, von den Stachelschweinen. Kennen Sie die? Wenn nicht, ich erzähle sie gerne. Stellen Sie sich vor, 10, 20 Stachelschweine, eine große grüne Wiese. Es ist Winter und die Stachelschweine sind auf der Wiese. Und sie stellen fest, ist doch arschkalt. Wir müssen was ändern und so beschließen die Stachelschweine, näher zu rücken. Das geht gut, bis zu einem gewissen Grad, wo sie merken, es entsteht Wärme. Aber sie haben auch Stacheln. Sie pieksen einander und treten sich auf die Füße. Ein Bild für die Sünder. Einander zu pieksen, dem Nächsten zu nahe zu rücken. Und so müssen sie in der Fabel jetzt den richtigen Abstand finden, sowohl genug Nähe, um Wärme entstehen zu lassen, sowohl genug Distanz, um einander nicht zu pieken, nicht zum Sünder am Nächsten zu werden. Dieses Bild lässt sich hervorragend auf unseren christlichen Glauben übernehmen. Arthur Schopenhauer tut dies auch. Der barmherzige Vater, der rennt dem verlorenen Sohn entgegen. Er nimmt ihn in den Arm. Und diese Frage jetzt zu übertragen, wie geht Gott mit den Sündern um? Die Antwort ist, Gott kuschelt mit den Stachelschweinen. Der tut das, was wir als Mensch niemals tun könnten. Kuscheln Sie mal mit einem Stachelschwein. Gottes Herz ist größer als unseres. Der kann mit dem Nächsten, auch wenn er ein Sünder ist, umgehen, weil er ihm voll Liebe entgegenkommt, seine Nähe sucht, ja so sehr die Nähe sucht, dass er selber Weihnachten Gott wird. Gott sucht die Nähe des Sünders. Und ich bin fest davon überzeugt, nein, ich weiß das aus dem Glauben, er sucht sogar in seiner vergebenen Art und Weise den Sünder schlechthin auf Judas Iskariot. Zumindest in Frankreich, in Verselais, ist in der Kathedrale dargestellt, dass Jesus Judas Iskariot wie das verlorene Schaf auf die Schulter nimmt und es nach Hause trägt.
Wie können Christen einander vielleicht auch in den Herausforderungen dieser Zeit einander dienen? Die Antwort darauf schenkt das Evangelium des Gründonnerstags. Aus dem Johannesevangelium. Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seine liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm, »Du, Herr, willst mir die Füße waschen?« Jesus sagte zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm, niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm, wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Beten wir miteinander das Gebet, das der Herr uns selbst zu beten lehrte, auch ein Beispiel in unserem Gebet, dem wir ihm folgen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, jetzt sehen wir das Osterfest, wenn man so möchte, schon ein wenig auf der Zielgeraden. Und ich möchte Sie hinweisen darauf, dass Sie die Möglichkeit haben, am Karfreitagsfest in die Kirche zu kommen um 15 Uhr. Karfreitagsfest ist nicht richtig ganz ausgedrückt, zur Karfreitagsöffnungszeit der Kirche in die Kirche zu kommen. Ich möchte Sie einladen, zum persönlichen Gebet vielleicht eine Kerze zu entzünden. Ich möchte Sie einladen, auch zu den veröffentlichten Zeiten auf der Homepage in unsere Kirchen zu kommen. Dort werden Sie Ostern ein Osterset finden, bestehend aus einer Osterkerze, einem Ostergruß der Seelsorgerin, Seelsorger, Verwaltungsleitung. Ich möchte Sie einladen, auch mitzunehmen, ein Osterbild. In dem kleinen Osterset ist auch ein kleiner Palmzweig noch mit drin, insofern Sie am Palmsonntag nicht in die Kirche kommen konnten. Ja, gegen eine Spende von 1 Euro gerne abzugeben. Der 1 Euro ist so ungefähr der Richtwert. Möchten Sie hinweisen auf unsere Homepages mit allen Informationen für unseren Pfarrverband Neunkirchen-Seelscheid. Das Medium des Internets ist ja immer ein wenig schneller. Und auf unsere Aushänge. Ihnen und Ihren Familien, all Ihren Lieben, wünschen wir in diesen Tagen besonders Gesundheit, über allem Gottes Segen. Und so bitten wir den Herrn um seinen Beistand. Und so segne,
Behüte und begleite euch, eure Familien, auch all unsere Kranken, die vielen Menschen, die sich ihrer annehmen, der gute und dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ihnen einen schönen Feiertag, würden uns freuen, wenn wir uns auf diesem Weg hier wiedersehen. Wiederhören.